Hallo und herzlich willkommen zu Teil 5 von Dead Island Riptide. Wir haben eine Nebenmission bekommen. Und die lautet... Gute Frage. Quests. Nebenquests. Hier, Geschenk des Himmels. Details. Durch den Sturm wurden vielleicht ein paar Vorräte und nützliche Ausrüstung vom Schiffswrack angespült. Es könnte sich lohnen, noch einmal zum Strand zu gehen. Das machen wir jetzt. Oh, ich höre es schon. Okay. Es sind nicht wenige. Mann, die verzieht aber echt ein bisschen, oder? 5 Schuss habe ich noch. Scheiße, ey. Okay, den habe ich auch noch gekriegt. Einen Schuss habe ich hier noch. Das kann man ja sogar wieder rausholen. Das wäre übercool. Und den die Nägel wieder ziehen könnte. Glaube ich nicht, oder? Habe ich doch gerade welche rausgezogen. Ja, doch, kann man. Cool. Oh, oh, die ist aber schnell. Ich vergesse das immer, ne? Ich bin hier noch so bei The Walking Dead und das ist ja hier eher The Running Dead. So, ich den Nägel wieder rausziehen. Die brauche ich noch. Lief doch prima. Mein Gott, wo habe ich denn überall hingeschossen? Naja, solange ich es wiederfinde, kein Problem. So. Da muss ich hin. Affen. Fieses Geräusch. Muss ja jetzt ganz schön Umweg laufen, nachdem wir die Brücke gesprengt haben, das muss ich ja schon sagen. So, da ist es. Ja, gut. Da komme ich jetzt aber so nicht hin. Sagen wir da lang. Habe ich denn das Richtige? Ja. Okay, das sieht... ich habe eine Arterie getroffen. Oh, da ist noch einer. Mann, der kann auch was ab. So. Ich verstehe das. Ich muss hier irgendwie runter. Hier runter. Nee. Oder? Das ist auf jeden Fall der Strand, wo ich hin muss, aber. Ach so, guck mal, den kann ich da bestimmt springen. Ja, super. Abkürzung. So. Naja, das ist jetzt Schwierigkeitsgrad 2, also ich weiß nicht. So super, super, super einfach finde ich das jetzt auch nicht. Ha!
Oh, was hat mir denn jetzt so wehgetan? Ach, geht. Der hat nur geschrien. Was habe ich jetzt? Hinfälliger Messingschlagring. Schwacher Messingschlagring. Molotow. My name is Angela Guerra. My husband Paul and I are Peace Corps volunteers. Let's open this up. We've been in Palani, working in a small village in the Eastern Highlands that had no electricity or phones. It has been an amazing time, and they taught us so much more than what we taught them. But after 2 years, we'll soon be on our way home. Unfortunately, a strange illness has swept through the village, and that may delay our departure. The symptoms come on suddenly, and the sufferer is stricken almost immediately. That's why I'm recording this, to document what is happening here. My husband has been down with whatever this illness is since last night. He's dizzy, he's feverish. I'm really starting to worry. Paul? Ja, schon lange, ne? Diese Aufzeichnung. Bla, bla. Why are you looking at me like that? Gott. Der Paul hat sich komisch angeguckt. Ich habe das jetzt nicht abgebrochen, dadurch, dass ich hier rausgegangen bin. War nicht meine Absicht. War nur langweilig. Deswegen wollte ich ein bisschen vorankommen. So. Schön absuchen. Was es hier Cooles gibt. Siehst du, da ist was. Ein Zahnrad. So. Klammer. Geld. So. Mann, ey, wie verzieht das mal? Übelst. Ich finde es ja fast auch ohne Ziel leichter als mit. Okay, also man muss immer leicht schräg links davor. Das ist ein scheiter Baum. Er hat den Linie hingepflanzt. Also quasi da. Okay. Der steht wieder auf, habe ich gerade gesehen. Darauf trinken wir uns ein. Und kochen wir hier noch ein. So, da hätten wir noch zwei im Wasser. Ich muss meine Munition aber erstmal zurückholen. Das darf nie vergessen werden. Geil. Ein neues Beil. Da sind noch Sachen. Oh, cool. Das war's schon. Ja. Scheinbar war es das schon. Ich kann wieder zurück. Mache ich das dann auch, oder? Weiß nicht. Also meinen 10 Schuss, ne? Habe ich jetzt noch 9. Ich habe nur eine verloren. Was ist denn der Typ hin, der hier gerade war? Das findet sich doch alles wieder hier. Dahinter sind welche. Ah, geht's jetzt zurück oder nicht? Ich weiß es nicht. Wieder im Wasser, da muss ich ja jetzt ein bisschen rein, oder? Was ist das denn hier noch so ein grüner Bereich? Das würde ich gerne wissen. Ah.
bin dann aber echt weg, ne? Wenn ich die nicht treffe, weil im Wasser kann ich die bestimmt nicht wieder rausfischen. Ich gehe jetzt nochmal in den grünen Bereich hier rein, weil hier anscheinend auch irgendwas zu erledigen ist. Missionsziel, ja. Gut, mach ich das so. Okay, dann wechsel ich das. So. Zahnräder. Hier ist irgendwo... Muss das Paddel mitnehmen, oder was? Aber dann wechsle ich. Das ist aber auch nicht das Missionsziel. Ich bitte dich, ich kriege ein Paddel. Was könnte das Missionsziel sein? Ist ja nichts drin außer ein Paddel. Und das da hinten, die Leiche ist ja schon wieder außerhalb, oder? Alter, was war das? Alter, was war das? Was war das? Was war das? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, was das war. Ich hab mich so erschrocken. Scariest thing ever. Ja, es ist anscheinend das Paddel. Da muss ich aber jetzt was anderes ausrüsten, damit ich das tauschen kann, weil ich werde sicherlich nicht die Waffe jetzt tauschen gegen ein Paddel. Was könnte das denn hier sein? Weird. Naja, egal. Ich gucke jetzt mal, ob das dann aufhört. Also ich werde jetzt mal eben was total Doofes ausrüsten, nämlich das hier. Ne, warte, ich muss erstmal was... Nein! Erstmal etwas nicht ausrüsten. Hier, jetzt nehmen wir jetzt hier die gefährliche Nagelpistole, die nehmen wir jetzt nicht. Und dafür nehmen wir jetzt den hinfälligen Schlagring. So, haben wir den jetzt ausgerüstet? Das war es anscheinend nicht. Also wieder wechseln. Ach, fuck, was wollen die denn hier von mir? Das geht nicht kaputt. Paddeln, dann haue ich auf die Kiste und mal gucken, was passiert. Alter, jetzt kann ich nicht mehr, oder was? Ich verstehe das nicht. Ich habe gerade irgendwie einen Hänger. Alte Paddel kommt weg. Ich nehme wieder meine Nagelpistole. So, ein Baseballschläger, mein genagelter. Also rafft das einer? Ich raff das nicht. Ich sehe was. Oh, Leute, ich hab's kapiert. Ein Wunder ist geschehen.
So. Jetzt können wir gehen, oder? Kann ich die jetzt abgeben? Tut mir leid, Leute. Ich bin ja noch so ein bisschen blöd unterwegs. Neuanfänge. Rede mit Halo. Okay, dann ist hier. Gehe zum Strand. Suche nach Vorräten. Ist abgeschlossen, ne? Kann ich jetzt wieder zurück? Oder? Muss ich nach Vorräten suchen? Ist das noch aktiv? Ich weiß es nicht. Suche 5 Autobatterien. Habe ich auch noch nicht gefunden. Also suche ich hier anscheinend noch nach Vorräten. Naja, Leute, ob ich die finden werde oder nicht, das alles erfahrt ihr in Teil 6 von Dead Island Riptide. Bis dahin, tschüss!